Drück 3er, ne? Ja, ich bin mit dir eingeteilt. Holst du mich Leitschirm oder? Juck. Nee, juck mal. Ach du Scheiße, wo ist das? Da vorne gleich. Information Nummer 2, Explosion in Lakeside. Supermarkt, 2 Explosionen. Stelle hier quer. Verstanden, Frage ist, die Fahrer war vor Ort. Negativ, benötigen mindestens mal einen RTW, eine bewusstlose Runde. Verstanden, ist auf dem Weg. Die Herrschaften, halten Sie mal bitte dringend Abstand hier, ja? Auch Sie, komm, gehen Sie mal in die Gasse hier rein, bitte. Was ich? Gehen Sie mal in die Gasse rein, bitte. Ich fahr das schon. Nee, Sie fahren das Auto nicht weg, das ist im Eimer. Gehen Sie weg von dem Feuer, verdammt. Ich hab kein Geld für ein neues. Aber meine Möhre. Ja, Sie haben kein Geld für ein neues Leben, also gehen Sie weg da. Oh, nee. Kommen Sie mit, bitte, halten Sie Abstand. Wenn ich kein Auto mehr hab. Kommen Sie da weg jetzt, ich sag's nicht nochmal. Ein wenig Interesse an noch mehr Verletzten. Nee, aber ich hab. Ich brauch nicht mehr. Feuerwehr ist unterwegs, oder was? Ich denke, ich fahr mal weg. Fahrt mal weg da, Jungs. Dann kann Feuerwehr durch. Ach, schon lieber. Das liegt aber. Ah, der Herr da, irgendeiner, der kommt immer her, der sagt immer, ich bin wohl lieber. Geht ihm jetzt nicht so geil, oder was? Ne. Okay. Helf mal beim Verbinden. Ja, ja, bitte. Ah. Oh, da will ich bei der Was sagst du? Der Herr hat 300. Also, wir haben jetzt nur ihn gesehen, ne? Da war noch zwei Personen nur am Blut. Bei Bewusstsein ansprechbar. Boah, da muss echt jeder helfen, ne? Ja, das. Scheiße. Kurze Schauschau, wenn irgendwer noch frei ist, komm mal Position 2 am Verbinden. Ey, bin hier, lass an, okay, ja? Hat die Fahrerunterstützung weiter angefordert? Ja. Ich hau mal da einen Vollalarm raus, Herr Chef, das sonst nicht. Junge 5, bitte rauskommen. Ja, alles was frei ist zum Supermarkt Lakeside, wir brauchen hier haufenweise Leute beim Verbinden kommen. Genau, super Funk. Ich bitte alle Kollegen, die in der Nähe von Lakeside sind, einmal Supermarkt Lakeside abzufahren, dort mehrere letzte Personen. Code 3. Wir brauchen alles hier. Ja, hier muss alles kommen. Hallo, wir brauchen noch Apfelflaschen. Ja, aber ich alles was immer. Kollege, wenn Sie nichts Sinnvolles zu beitragen haben, dann halten Sie bitte Abstand, ja? Wäre sehr freundlich. Kollege, wenn ich Sie wegen unterlassener Hilfeleistung verhaften soll, dann provozieren Sie mich weiter. Dann gehen Sie bitte aus dem Weg, lassen Sie Platz für weitere Leute, die Ihnen mithelfen. Noch mal Platz für die weiteren Einheiten, gehen Sie bitte weg. Ja, müssen wir müssen lernen, hier bleiben wir mal. Ja, ich bin zu. Lass uns mal nicht zustellen. Hallo? Warum sieht der denn so aus wie ich, ihr Spastis? Ihr seid hier. Alle Kollegen, die Verbandskästen dabei am Helfen hier. Komm mal, alle helfen. Ach so, ihr seid das. Oh mein Gott, Digga. Hallo? Habt ihr Apfelsaft zu ankaufen? Ja. Was ist denn mit ihm? Was ist denn Zugang wegen? Ich lege Zugang. Ja, und zwei Boxen in den Zugang. Ey, wo kann ich Apfelsaft verkaufen? Okay, hier, komm, mach Platz. Lass die Medics ran. Die sind effektiver als wir. Hier kommt noch ein Medic. Mach Platz, Jungs, mach Platz. Die Polizisten mal den Supermarkt und die Ich bin dabei. Was geht hier ab? Drei RTWs, ein LF, RW, also ein HLF quasi.
Ein NEF ist auch noch da. Ach du Scheiße. 4 Streifenwägen. Also wenn der verreckt, dann sind wir nicht schuld. Dann sind wir original nicht mehr schuld. Dann können wir es nicht ändern. Ich bin auch durch, kann aber binden. Wie soll ich hier weg, wenn uns ein Reifen fehlt? Ich schaue nicht aus wie ein Praktikant. Ist Dashcam mit Funkgerät? Nee. Das ist meine Uniform. Das ist so Oberboss-Uniform mit den Sternen. Die sind lange. Ja, die Form ist halt bei allen gleich, aber die Sterne. Ja, ich kann leider nicht anpumpen, gar kein Gefahr. Ja, den kriegen wir aber nicht zu, ne? Nein. Ja. Wir versuchen es gerade mit TXA schon. Der TXA verbindet mit. Ich glaube, kann das die fähig sind, das Auto zu reparieren. Doch. Ja. Okay, gut. Ja, ist ja alle noch halben Abschrauben dran. Aber ich glaube, hier sind genug Leute, ich glaube, wir kümmern uns wieder. Ich glaube, das Auto hat ja, ist noch Reifen nötig. An den Brandschaden von dem Fahrzeug. Ich fühle nichts so sehr wie die Mütze, ohne Scheiß. Nix ist so. Ja, das stand aber daneben. Ja, die fühle ich ja so sehr. Ja, durchaus. Total lenkt man nicht mehr. Gut, und alle, die jetzt frei sind, bandagieren, die Tendenz steigt. Ich schaue ein EP rein. EP kommt. HW, wer wird denn durchgeführt? EP drin. Check. Oh mein Gott, ey. Weiter an HW. Oh. Jo, Mahlzeit. Moin, grüß dich. Oh, ich krieg die hier nicht runter jetzt. Bisschen schlecht unter dem Vordach, ja. Ja, ein bisschen. Ich okay. Mach weiter an HLW. Ja, wir haben das erweiterte A-System mit Realkanüle und allem drum und dran. Hier ist volles Programm. Also jetzt ist hier richtige Medizin angesagt, Leute. Keine Scheiß. Alles gut. Kein Scheiß. Danke dir. Das ist richtig heftig jetzt. Das ist nicht mehr bandagieren, nähen, fertig. Das ist volles Medizinprogramm seit der 6.0. Also die Medics haben hier Freude, ey. Nicht immer wahrscheinlich, aber wer da richtig Bock drauf hat, der hat da Freude drauf. Ne? Und natürlich Brände gibt's natürlich jetzt auch, ne? Für alle, die es noch nicht wussten. Die Löschfahrzeuge, die funktionieren jetzt. Da gibt's Brände. Das ist jetzt der 4. RTW. Mike, ich glaube, hier sind jetzt genug Fahrer mit dabei. Ich verbinde gerade noch mit. Ah, okay. Boah, was geht hier ab, Alter? Wegen einer Person, ne? Check. Ja, auf jeden Fall, Doto, ja. Da bist du richtig dann. Boah, das ist geil, Alter. Das ist richtig Feeling hier gerade, ohne Scheiß. Wie soll ich denn jetzt mein Wasser verkaufen? Hey, der geht da rein. HW wieder ohne Erfolg, mal weiter, HW. Junger Mann, warten Sie mal bitte. Junger Mann, wenn Sie wegrennen, werden Sie getasert. Das kann ich Ihnen gleich sagen. Sehen Sie die Absperrung nicht? Ja, doch. Ne, ich weiß nicht. Wieso laufen sie dann vorbei? Ich dachte, die wäre für Fahrzeuge. Für Fahrzeuge vor einem Supermarkt, ja. Glauben Sie mir es oder nicht? Ich habe da schon Fahrzeuge drin gesehen. Okay, geben Sie mir mal Ihren Ausweis, bitte. Schauen wir mal, wenn Sie mir auf mich Sprünge helfen. Mann, na, dann nehmen Sie einfach mal den Ace-Muskel und geben mir den Ausweis. Er ist ein bisschen alt, sind sie ja schon an seinen Haaren. Bitte schön, der Herr. Tom Kalibi. Kalabi, alles klar. Aus dem Türkenland. Dann sehe ich, ja. Na, hör mal. Mann. Alles klar. Ich belehre Sie darüber, dass Sie sich erstens in der Gefahrenzone befinden und deswegen deutlich darauf achten sollten, wo Sie überhaupt dahin laufen. Und Punkt Nummer 2, wenn da Absperrungen sind, dann hat das einen Grund. Und ob Sie gerade kein Geld verdienen, ist mir herzlich egal, weil da hinten liegt ein Mann
Und ich hab ihm nicht gesagt, dass das daran liegt, dass ich kein Geld verdiene. Da müssen wir nur zuhören. Ich hab gesagt, ich dachte, das wäre für Fahrzeuge. Okay, aber Ihre Kollegen rennen die ganze Zeit rum, wo kann ich Apfelsaft verkaufen, ja, während da hinten jemand in seinem eigenen Blut liegt. Ja nicht sagen. Die wissen ja jetzt, wo die es verkaufen. Sie sind ja schon weggefahren. Das müssen Sie mir ja nicht sagen. Ich kann ja nicht für meinen verhaltenen Kollegen. Das sind erwachsene Männer, die wissen, wie es behalten. Das ist richtig, aber Sie müssen sich... Ich bin ja nicht deren Betreuer oder so. Ja, aber schauen Sie... Stellen Sie sich ja einfach mal vor, Sie würden da liegen oder einer Ihrer Kollegen und da tappt dann jemand rum, stört die Einsatzkräfte nur, weil er ein paar Wasserflaschen verkaufen will. Ja, das wäre natürlich blöd. Das ist natürlich schon scheiße, ne? Ich wusste nicht, was da abgeht, ne? Ich bin ja jetzt hier gerade zum ersten Mal... meine Tour Wasser verkaufen. Das ist keine Ausrede, Herr Kalabi. Nee, ich möchte nur sagen, die Absperrungen haben einen Grund, ne? Und Sie sehen ja, das Aufgebot an Einsatzkräften ist ja nicht zum Spaß hier, ne? Ja, Herr Officer, Herr Beamter des Staates, es tut mir ja auch wirklich leid. Ich dachte, das wäre für Fahrzeuge. Ich entschuldige mich von tiefsten Herzen. Heben Sie Ihren Ausweis, gute Weiterfahrt, ja? Dankeschön. Schönen Tag, tschüss. Halt, noch nicht. Bitte. Was ist da jetzt mit meinem Auto? Wird es jetzt... abgeschleppt oder welches? Wie sieht das aus? Welches das, verschrottet. Das ist da, was da hinten steht, der Mietwagen. Weil der eine Kollege, welcher? Der meinte, kommen Sie mal mit. Der Mini da hinten. Das ist der da steht. Davor. Ja, das Problem ist, der wird wahrscheinlich Schäden haben. Also wenn, dann müssen Sie sich da mit der Feuerwehr auseinandersetzen. Nee, wissen die. Weiß halt nicht. Also es sah jetzt halt nicht so aus, als ob der Brandschäden hat. Also es ist. Ja, stand nah dran. Auf jeden Fall hat er vorne Reifen verloren. Ne? Also fahren kann er sowieso nicht. Aufgepustet so ein bisschen, ja, wegen der Hitze. Also ich kann Ihnen mal einen Servicewagen bestellen, der sich das Fahrzeug da anschaut, ne? Weil so fährt es halt auf keinen Fall, ne? Ja, natürlich, klar, weil es ja auch keine Vorderräfen hat, ne? Geben Sie mir einen Moment. Bestätigt. Supermarkt Lakeside, wir benötigen einen Service, beziehungsweise Abschleppwagen, komm. Ja, ich kümmere mich drum, komm. Bestätigt. Nummer 2, bitte. Wieder Aufnahme mit Leitstelle, komm. Hört sie, komm. Dann korrigiere 2, komm. 2 PKW, komm. Bestätigt, Ende. Gut, dann halten Sie sich hier bereit, weil, wie gesagt, erst muss er repariert werden, ne? Ja, ja, ist so. Alles klar. Kein gut. Problem, da weiß ich Bescheid. Dankeschön. Jo, gerne. Tschüss. Bei den Gaffertrolls. Alter, durch. Ja, sind anstrengende Jungs, mit denen werden wir noch Spaß haben, glaube ich. Das kann doch witzig werden, ja. Man kennt seine Pappen einmal, ne? Aber der Wiederkriegung, ich mach 3 Kreuze in Köln. Oh, nicht drüber reden. Ja, das ist unsere erste große Schadenslage, ne? Ja, ich komme nicht ran, ist ganz gemütlich. ESL, du meinst doch ESL. Ja, einfach gucken. Manf 20 mit einer Person? Ja, ich verstehe nicht, warum der verbunden wird. Hier komme ich ran, guck mal. Warum der was? Verbunden wird. Der ist mindestens mal 30. Ja, wieso nicht? Ja, der mehr als 1000 Wunden hat. Ja, und? Man kann nicht nähen, ich hab's versucht. Also, das ist nur meine. Naja, ist aber egal. Die Konvention sagt so. Nee, ja, aber die andere Konvention sagt auch, dass. Also, ich finde, da sollte man immer noch eine gewisse Verhältnismäßigkeit beachten. Also, ich meine, egal was für Wunden er hat, wenn darüber brauchen wir jetzt nicht reden. Der Status quo ist ein anderer. Ja, weil er die ganze Zeit Sauerstoff hat, deswegen kann er nicht mehr. Hier mit zu dem. Ja, wir sind außerdem auf der anderen Seite kannst du das genauso als Brandwunden hinstellen. Und dann macht es wiederum Sinn. Ja. Ich meine, er wurde nicht mehr im MG durchlöchert. Ne? Hast du eine Bodycam da dran? Ja, klar. Cool. Ja. Ich nicht, ich hab eine dicke Weste mit Stahlplatten drauf. Weil ich gerade von Kevlar hält, so wenig. Ach, unter die Weste reicht. Mensch, die trifft noch eh nicht. Oh, halt! Da mach von oben oder so. Guten. Also wir sind hier die letzte Truppe, guten Tag. Aha. Hast du echt eine Schlauchkülle auf deinem Rücken? Ja, und daher kann man so sind die absolut richtig. Super. Ja, hab ich nicht. War jetzt 11 oder so. Hab ich jetzt keine Bandage mehr? Guck mal, ich hab jetzt hier sogar so ein schickes, jetzt hab ich sogar eine Rang 3 Plus Uniform, nicht nur so eine schäbische Rang 3 Uniform. Ja, bitte. Ich hab gar keine mehr. Da wir brauchen eine iPad verbinden mit. Natürlich. Danke. Also jemand, der keine Verbände hat, fährt zum Krankenhaus und holt 30 Packungen oder so. So. Ja, klar, viel Geld scheiße oder was? Null negativ läuft. Kann ich Geld scheiße. Scheiße. Geld für 30. Das sind volontiert.
Oh ja, mein Gott. Ich mach direkt eine 1000er fertig, ne? Null negativ. Ja, ja. Ja, schnell, und die Ölwand. So kann's laufen, ja. Die anderen konnte ich mir nicht leisten, die muss ich echt Mandat nehmen. Was? Die 1 Dollar Mandat. Schlechten Mandat. Ja, damit will ich auch mal einkaufen. Thomas, hörst du nicht? Ja. Wenn du schon dabei bist, hol mal 40 oder 50. Hi, Paychecks, Alter. Hi, willkommen. Also hol alles, was du willst. Ja, moin. Gib dir einfach das, was ich hab. Nee, wir brauchen halt die anderen auch. Suche übrigens noch Spender für den Helikopter. Da liegen jetzt über 14 noch. 30.000. Boah, was? Also ich bin dabei, Digga. Wenn wir zu zweit OW machen, bin ich dabei. Ich selber hab halt erst 6.000. Hallo. Ich hab 2.000, aber ich leg alles rein dafür. Ich hab nicht Bock. Also ich hab 12.000. Ja, also Herr Kottos, geben Sie mir mal unser Geld. Ist hier eine ATM? Nee. Ich kann sie bestimmt zu einem führen. Wo ist denn hier die scheiß Bank? Ja, gegenüber vom JCP. Ja, der lebt doch da. Ja? Also im Prinzip direkt die Richtung, oder? Ja, oder weniger. Na, weil ich natürlich einen anderen Paycheck bekomme als die Niederrangigen. Also, wie lange bekomme auch nicht wahnsinnig viele, aber es ist schon anders. Ja, aber nee, Mieten ist noch. Nee, Mieten macht keinen Sinn. Ja, da hast du ja immer eine heute? Sonnenwende, dann ist rum. Ja, für heute reicht's. Nee, das würde ich nicht machen. Das wird lange dauern, bis wir dann herzlich willkommen. Ja, Informationen, also Absagen sind auf jeden Fall bestellt. Dauert aber noch ein Weilchen. Wir müssen erstmal einkleiden und vorkommen. Ja, bestätigt, komm. Solange Sauerstoff da ist, kriegt er keine Entschädigungen. Wie kommt das da hoch? Da gibt's doch keinen Kreislauf. Wir können mal. Für Sie zur Info, der Abschleppdienst hat bestätigt, dass er unterwegs ist. Das wird aber noch ein bisschen dauern, ne? Ja, das ist aber, glaube ich, mein Auto. Also, ja, Auto von meinem Kollegen. Ach so. Wie hieß Ihr Kollege, nimmt das gehört? War das der, mit dem ich gesprochen hatte, oder? Ich glaube, Maxwell Cheese war das, glaube ich. Ich überprüfe das mal, ne? Ich schau mal, wessen Auto das ist. Noch ein NF. Ey, wir haben Party hier. Wir haben richtig Party. Ich war nicht am Sport-Akku, ich war jetzt am normalen Akku. Ich weiß nicht, ob man den nur da kauft. Ist ein Mietwagen, Alter. Wenn das jetzt gleich nicht reicht, dann weiß ich. Leute, wir haben noch paar Bandagen hier. Geil, danke schön. Fährst du mit Bayer? Ja, musst du ja die Sport-Karte mitnehmen, ne? Ja, immer doch. Also das wird nicht dann nicht. Ich such mich mal ein bisschen. Ich rein, außer mit Zauberei. Also fürs Erste reicht das, glaube ich. Eigentlich für zwei Dienstfahrer, du. Das ist mir auch interessant, was die Möhre von euch da kostet, der Pitbull. Und der Hammer. Boah, was? Ja, ja, aber das ist wenigstens mal, ne? Die wollen, glaube ich, nicht verstehen, dass der Herr von Glauben ist. Ja, okay. Ich habe auch irgendwie gesagt, ich weiß nicht, was man bei 5000 Hunden behandeln will, aber. Nee, das Problem ist, da läuft kein Blut mehr, gar nichts mehr rein. Der ist so dick. Ich bin nicht dick. Oh nein. Weil, ich meine, wir sind ja keine Doktoren, ne? Er hat's hinter sich. Oh. Gut, Scheiße. Mein. Ich mach Lagemeldung. Ey, Wolf! Ist das gerade euer Ernst? Meine ganze. Ja, check, finale Lagemeldung. Person, Supermarkt verstorben. Einsatz wird in Kürze aufgelöst. Komm. Person verstorben. Eines Auflösung, komm. Bestätigt, Ende. Meinst du, es lohnt sich, bei NDA sich zu bewerben? Wir fahren wieder zurück. Oh Mann, das ist ärgerlich. Florian, im 16, genau. Ich grüße. Boah, ey, wir haben so viel versucht hier, das ist scheiße. Oh Mann. Wo ist der überhaupt schon wieder hin? Das ist traurig, oder? Ach Mann, ey. Shit. Streife 3. Unit 4 mit Streife verstopft. Unit 4 benötigen an den Koordinaten 078012. Ja. Nee, wieso, was? Ja, war schwierig. Ah ja.
Türklinke nicht gefunden, wa? Ja, so ein Lichtschreck kann aber einige Zeit dauern. Ja, von wem sind die Absperrungen hier? Gut, das zu sagen. Ja. Ja, die Routine fehlt. Richtig. Doch, Prime-Subs zählen auch. Ich denke, oder? Doch, müsste schon. Eigentlich schon, ne? Du bist der Beste, nur der BVB. Da hab ich schon mit dem BVB zu tun. Also es gibt halt letztlich keinen Fußballverein, mit dem ich weniger zu tun habe. Ja, bitte. Was ist denn los mit dir, Sauer?